Rosie Roses, ich bin wieder da am Montag. Endlich. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Es tut mir echt leid, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Das Problem war echt, ich hatte kein Internet. Dann hätte ich das Internet meiner Freundin eigentlich hätte nutzen können. Ihr Laptop war dann aber kaputt. Sie hatte dabei einen neuen Laptop bekommen. In der Zeit war ich aber eine Woche auf Seminar. Dort gab es kein Handynetz. Deswegen wahrscheinlich auch kein Internetnetz. Und jetzt bin ich wieder da und jetzt mache ich ein neues Video. Aber ich entschuldige mich echt nochmal total. Ich habe euch zwar immer Bescheid gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem doof war, wenn es doch irgendjemanden geben sollte, der sich auf meine Videos freut. Ja, jetzt bin ich wieder da. Heutiges Thema ist ja lesbische Mütter. Was kann man dazu sagen? Also ich kann persönlich dazu sagen, dass ich ja unbedingt Mutter werden möchte, ja? Also ich liebe ja Kinder und möchte ja auch mal mit Kindern zusammenarbeiten. Aber ich hätte auch gern, liebend gern selber Kinder. Das ist natürlich jetzt heutzutage, denkt man sich, ja, die Technik ist ja schon so weit und es geht ja auch irgendwie, Samenspende und alles Mögliche. Aber es ist ja trotzdem irgendwie. Also wenn man jetzt eine Partnerin hat, wie meine hübsche Kameradame, dann ist ja schon mal gut, ne? Da hat man ja schon mal die erste Voraussetzung, man hat jemanden, mit dem man das Leben teilen möchte. So, dann gibt es natürlich ja immer die Diskussion, woher kriegt man das? Will man adoptieren? Will man sein eigenes Kind? Will man die Schwangerschaft durchleben? Weil ich finde, das ist schon, es ist schon schön, 9 Monate oder plus minus ein Kind da drin wachsen zu lassen. Doch. Aber irgendwie wachsen zu lassen und so eine Verbindung zu spüren und alles Mögliche und kleine Säckchen zu kaufen und genau. Man kann natürlich aber auch adoptieren, aber das ist natürlich auch schwer. Und vor allem eben als homosexuelles Paar. Es kommt natürlich darauf an, woher man herkommt. Also in Deutschland gibt es andere Regelungen wie in Schweden und in den USA. Und es gibt viele Frauen und auch also homosexuelle Frauen oder homosexuelle Männer, die sich eben eine Samenspende holen. Aus Schweden, glaube ich. Und dort ist es da ein bisschen nicht lockerer, aber halt eben angenehmer, Kinder zu bekommen. Aber was man jetzt natürlich auch hat, also wenn man jetzt Mann und Frau hat, die kriegen ein Kind, die müssen nur miteinander schlafen, dann haben sie schon das ganze Schlamassel dabei. Bei uns ist es ja so, man muss erstmal, glaube ich, 1000 Sachen beantragen und Geld zahlen und es ist einfach sauschwer. Also man muss nicht nur ein bisschen hier, zicki-zacki, sondern halt auch zicki-zacki. Und jetzt hat man natürlich auch dann immer das Problem, man bringt das Kind in den Kindergarten. Also ich weiß ja nicht, wenn man jetzt aus Berlin kommt und da ist ja natürlich alles liberaler, aber ich komme jetzt aus Bayern, jetzt wohne ich zwar in München, aber wenn man jetzt so aus dem kleinen Dorf kommt in Bayern, hat man natürlich, oder was weiß ich. Sorry, liebe Freunde, Akku war leer von meiner Webcam, von meiner Kamera. Und jetzt muss ich mit der Webcam vom Laptop filmen, deswegen ist die Qualität minimal verschlechtert. Ja, also ich war ja gerade bei dem Thema ein homosexuelles Paar, Kinder haben und dann in der Gesellschaft anerkannt zu sein oder nicht. Das ist natürlich schwierig, aber ich denke mir, man scheißt halt dann eben auf die Meinung, man lässt sein Glück dann nicht deswegen irgendwie beeinträchtigen. Dankeschön. Ja, aber was man auch noch sagen muss, oft ist ja das Argument, ja, das Kind braucht auch eine männliche Rolle, Vorbildrolle, Vaterrolle. Wo ich denke, ja, es gibt immer noch den Großvater, es gibt auch den besten Freund, den Onkel. Alles Mögliche. Also das ist, finde ich, meiner Meinung nach kein Argument. Was man aber noch sagen kann, wie man noch zur lesbischen Mutter wird. Es gibt auch viele, viele Mütter, die aus einer heterosexuellen Beziehung stammen, da ein Kind auch gezeugt haben, bekommen haben, dann aber in eine sich dann in eine Frau verliebt haben, mit ihr dann das Leben teilen. Ja, das Leben teilen und das ist gerade ein bisschen schwer. Ich muss ein bisschen viel lachen, meine Freundin da hinten sitzt. Mach noch mal, Nee, bitte. mach sie nochmal. Doch, Nee. doch. Und deswegen musste ich da mal ein bisschen lachen.
Das Weil schneidest du sie mich dann weg. immer so ein bisschen anguckt nach dem Motto, das ist jetzt nicht dein Ernst, hast du jetzt nicht gesagt, oder? Ja, jetzt geht's weiter. Ja, also es gibt jedenfalls Frauen aus heterosexuellen Beziehungen, die dann ein Kind da drin haben. Oft auch dann eben die andere Partnerin ein Kind haben. Und das ist dann so ein bisschen eine Patchwork-Familie. Und was ich dazu sagen kann, ist, wenn man sein Kind wirklich aufklärt und ein weltoffenes Bild darstellt, also das Kind gescheit erzieht, dann wird das Kind auch ein gutes Kind. Also das ist, da finde ich kein Problem, weil ich finde, es kann auch ein heterosexuelles Paar sein. Und die falsche Erziehung macht es halt eben. Und wenn zwei Mütter ein Kind liebevoll behandeln und Liebe zeigen und so, dann kommt da schon was Gutes dabei raus. Meine Meinung. Das war's von mir schon heute. Es tut mir nochmal leid, dieser Qualitätswechsel in den Videodingern. Aber hoffentlich gefällt's euch trotzdem. Mich würde mal eure Meinung interessieren zu den lesbischen Müttern oder Vater, Quatsch, Kinderwunsch und die ganze Geschichte mit dem Adoptieren und wie schwer das doch alles ist. Ich würde mich freuen. Dankeschön und auf Wiedersehen.